auf zu neuen Tagen. Moin, wir haben kurz nach 5 und wir sind in den Heubach-Niederungen. Wir haben Mitte Juli, wir haben heute Mittwoch und wir wollen hier etwas durch den Bruck laufen. Ja, auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge Mais. Also hinter mir der Heubach, wenn das richtig ist. Aber ich werde mich da noch schlau machen. Wo Schatten ist, da bleibt der Mais ziemlich klein. Und wo die Sonne hinkommt, sieht man, wird er größer. Ist ziemlich platt drauf. Also das sieht aus wie kleine Sonnenblumen. Im Vordergrund Kartoffeln und im Hintergrund wieder Mais. Da kommen jetzt schon die ersten Brombeeren. Da müssen wir allerdings noch ein bisschen warten. Da haben wir sie entdeckt, die erste dunkle Brombeere. Unsere Wanderung in den Heubach-Niederungen dauerte an diesem Tag 5 Stunden. Seit 20 Jahren streifen wir mit unseren Kameras durch die Umgebung um Dülmen. Vor 15 Jahren kam durch unsere erste Norwegenreise mit dem Kastenwagen die Liebe zu anderen Bundesländern in Deutschland dazu. Und durch mehr Zeit, durch unseren Unruhestand, auch die Liebe zu Europa. Wir haben alles festgehalten und teilen unsere Abenteuer hier gerne. Sehr viele Anregungen haben wir uns hierbei im Internet geholt. So haben wir über eine Fotoplattform uns mit Fotobegeisterten getroffen, gemeinsam fotografiert und Erfahrungen gesammelt. Dabei haben wir viele nette Leute kennengelernt. Durch ein Forum für Kastenwagen haben wir diesen Kreis vergrößert und auf Treffen in ganz Deutschland Freunde gewonnen, Freundschaften geschlossen, die bis heute halten. Ich will gar nichts erzählen. Ich wollte nur sagen, wir machen eine kleine Pause nach 2 Stunden. Wir haben jetzt 7 Uhr. Wir haben noch 2 Stunden vor. Unsere Aufnahmen zu diesem Video haben wir mit einem Sony Camcorder FDR AX53 und dem Samsung Smartphone Galaxy A52s gemacht. Und die Clips und Bilder mit dem Adobe Premiere Elements und Adobe Photoshop Elements bearbeitet. Hat man sich einmal mit dem Adobe-Programm vertraut gemacht, geht es auch leichter von der Hand. Unsere letzte größere Reise war 2022 Frankreich. Wir haben uns dabei einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Die Klosterinsel St. Michel war unser großes Ziel. Der Wunsch dazu entstand schon sehr früh, 2003 durch Fotos, die wir immer in der Foto-Community bewundert haben. Eins schöner als das andere. Aber zuerst, und damit fing alles erst richtig an, war der Wunsch einmal zum Nordkap. Mittlerweile waren wir 2-mal dort, 2008 und 2018. Mit dem PKW nein. Das geht zwar auch, aber uns zu umständlich. Mit dem Wohnmobil, damit geht es auch. Und unsere erste Reise startete dann im Mai 2008
mit einem gemieteten Kastenwagen. Vorbereitung bestand darin, dass wir uns zusätzlich ein Navi geliehen haben. Nordkap eingegeben und los ging's. Wir haben viele, viele Bilder gemacht über unsere erste Tour und natürlich auch ein Video. Den Tanz der Störche und Reiher haben wir mit der Sony FDR AX53 gemacht. Das Samson A52S kam hier an seine Grenzen. Und die Fotos und Videos, Clips konnten wir nicht im Video einbauen. Der Zoom hat hier nicht mitgespielt. Auf den letzten Metern noch ein paar Fotos gemacht und dann geht kurz nach 10 unsere Heubachs-Niederungsrunde zu Ende. Zum Schluss eine kleine Dia-Show. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape.